So, willkommen zu meiner Live-Opening. Ich habe mich entschieden, eins mal noch. Zumindest noch eins. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht morgen oder so. Ist auch noch Zeit. Oh, das nehme ich heute auch noch auf. Und ja, ich würde sagen, fangen wir damit an. Öffnen wir. Achso, okay. Dachte schon, warum ich hier mit 30 Stück kommen kann. Nein, erste Kiste. Marionette, ich glaube das nicht. Oh, Gerichtsbrett. Was hat das gibt? Ich hätte ihm gern ein Knife oder noch eine Waffe. Wie gesagt, RSA habe ich noch nicht. Ein Grand habe ich noch nicht. Und ich weiß es gar nicht, ob ich noch gut hab. Die beiden Waffen wüsste ich jetzt. Oder eben mal ein paar Knives. Knives heißt generell, nur in frühen Gesang und eben. Das macht was. Nice! Okay, danke. Ich dachte schon, ich krieg keins mehr. Serie 4. Schönes Case, nur wieder nichts Nutziges dabei. Aber ja. Warum hängt das jetzt so lange zwischendrin? Ist egal. Hey! Hey, ein Knife! Dankeschön! Der Schädelbrecher! Was ist denn los? Ich hatte erst den vorherigen Case Opening als. What the fuck? Eine neue Waffe für Case Opening? Ja gut, einen Schädelbrecher kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ich hab echt nichts dagegen. Kann ruhig so weitergehen. Kann ich dir ruhig noch länger Zeit lassen und die ganzen Waffen raussuchen. Renn ruhig noch ein bisschen durch. Vielleicht findest du noch eine Waffe. Ich hab Zeit. Aber das ist natürlich abnormal, dass es so lange dauert. Ja gut. COD, kein Bock mehr. Alles klar. Ich glaube, das mit dem Schädelbrecher hat er irgendwie noch nicht so ganz. Ich glaube, das hat das Game nicht verkraftet. Ah, okay, ja gut. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt eine Minute oder so gewartet habe auf so ein scheiß Case. Danke sehr. Aber ja. Wenn er jetzt jedes Mal so ein Scheiß macht, ich glaube, dann skippe ich das. Okay, Sturm für Raketen. Ach ja, aber Raketen, wir verstehen. Die L4C Raketenwerfer habe ich auch noch nicht. Der wäre auch geil. Ich meine, zwei Waffen in einem Case-Opening. Und erst mit einer L4C habe ich nichts dagegen. Ja, okay. Vielleicht sollte ich mein Glück nicht überstrapazieren, aber. Im Normalfall habe ich nie Glück bei den Waffen, aber ja gut. Wenn ich aufnehme, anscheinend schon. Da ist das Game dann doch etwas einsichtiger. Habe ich nichts dagegen. Könnt mir ruhig noch eine Waffe geben, also ein Knife oder eine Waffe eben. Oder ihr gebt mir so einen Shot natürlich, das ist auch eine Möglichkeit. Ah, zwei Case noch und dann halt das mit Kryptos. Ah, schade. Ist episch nicht gekommen, aber trotzdem gar nicht so schlecht, das Case. Und das letzte Case vor Kryptos. Wie das episch kommt, das ist nervig. Wenn man durch den Start episch kommt, normal, ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Oh, jetzt haben wir, ich hoffe, es wird jetzt asynchron. Aber ja, gehen wir die 30er Cases noch an. Muss ich sagen. Es ist halt das, was drin ist in so den 30er Cases. Nicht viel. Ja, aber 20 Kryptos wenigstens noch bekommt. Ja, öffnen wir die nächste. Wie wär's mit noch einer geilen Waffe? Ja. Sieht sehr gut aus. Eine sehr geile Waffe, muss ich sagen. Beste Schütze in Shiva. Ja gut. Ein Case geht noch. Wow. Okay, danke. Ich bekomme echt 30 Krypto zurück. Aber ich muss sagen,
Barock sieht nicht schlecht aus. Barock für Firebreak. Und dann werde ich nach diesem Case lassen. Das mit Doppel-Eintausch alles seht ihr im nächsten Case-Opening. Weil ich mir China 1 mal jetzt auch dran. Da haben wir dann ziemlich viele über Doppel. Ist dann einiges mehr. Mal. So, ja, ich habe die Aufnahme jetzt vorzeitig abgebrochen, weil danach einfach nur noch dieses Verpixelte kam und ja. Wie gesagt, ich habe keine Cases mehr geöffnet. Ich hätte euch nur die Waffen gezeigt, aber das zeige ich euch dann einfach beim nächsten Mal. Oder ich weiß, ist eh nicht so wichtig. Und ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Supply Drop Opening. Ich hoffe dann ohne diese Aufnahme Fails, weil ihr in meiner Stimme gehört habt. Ich weiß nicht, warum mein Elgato so extremst rumspackt und einfach nicht mehr normal aufnimmt. Wenn das weiter so geht, werde ich wahrscheinlich bald alle Projekte einstellen müssen, die irgendwie mit Elgato aufgenommen werden. Aber ich hoffe mal, das ist nicht der Fall. Also, sehen uns dann beim nächsten Supply-Drop-Opening. Und bis dann und auf Wiedersehen.